Wissen Sie eigentlich so spontan, wie lange Angela Merkel schon Kanzlerin ist? 2006 ist sie vereidigt worden, damit Sie mal einen Begriff davon kriegen, wie lange das ist. 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Das heißt, wir haben Angela Merkel schon länger als das iPhone. Hätten Sie das gedacht? 1876 hat Alexander Graham Bell das Telefon erfunden, damit wir uns unterhalten können, auch wenn wir in unterschiedlichen Städten wohnen. 2007 hat Steve Jobs das iPhone erfunden, damit wir uns nicht mehr unterhalten können, selbst wenn wir am gleichen Tisch sitzen. Ja. 10 Jahre haben wir das Ding. Und unsere Kids sind schon nicht mal mehr in der Lage, ohne Google Maps eine Bushaltestelle zu finden. Wie gut, dass das bei uns damals nicht so war, oder? Bei mir war das so. Wenn ich zurückdenke an das Jahr, als ich so 13, 14, 15 war, das Telefon, das war lindgrün. Und als meine Eltern das lindgrün nicht mehr mochten, da haben wir so eine Brokathaube gekauft, die war auch sehr schön. Das Telefon, das war lindgrün. Man konnte es nicht, wer weiß wohin ziehen, weil es an einem Kabel hing. Im Internet waren wir nie. Wir waren draußen, hatten aufgeschlagene Knie. Wir haben stundenlang gekickt, den Fahrradschlauch noch selbst geflickt, die Kumpels nicht nur angeklickt. Wir sahen gern Mork vom Ork, hatten Pinnwände aus Kork und da hingen Fotos dran, das war unser Instagram. Wir waren nicht tätowiert, haben keine Wände voll geschmiert. Und wenn doch, irgendwie stimmte die Orthographie. eBay gab es noch nicht, dafür Sperrmüll monatlich. Amazon war analog und hieß Quelle Katalog. Jetzt kommt die Herren-Oberbekleidungsstrophe. Da werden sich auch viele von Ihnen wiederfinden, glaube ich. Eine neue Jeans sah auch neu aus, oben guckt kein Schlüpfer raus, meine erkannte man daran, unten hing ein Glöckchen dran. So, wollt ihr erst die hygienische Strophe, oder die hygienische Strophe oder erst die erotische Strophe? Erst Hygiene, dann Erotik, ist die richtige Reihenfolge, glaube ich, ne? Ja. Erst die hygienische Strophe. Kalahari gelb das Bad, wenn man's nicht braun gekachelt hat, damit man das überlebt, haben wir Prilblumen draufgeklebt. So, jetzt kommt die erotische Strophe, Mädels. Jetzt wird's euch warm aufs Herz werden. Klammer bloß, Flaschen drehen und dann willst du mit mir gehen. Das klingt lustig, aber wahr, wir kamen ohne Parship klar. Wie heißt nochmal dieses pürierte Zeug, das meine Frau mir immer aufs Frühstücksbrettchen stellt? Smoothie hieß Apfelmus, YouTube-Star war kein Beruf. Und bevor mich einer fragt, Pokémon hieß Schnitzeljagd. So, und die letzte Strophe, die singen wir alle zusammen. Und macht euch keine Gedanken, ihr kennt den Text. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Vielen Dank, Sie waren wunderbar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.